Moins Mausis. Es wird ein Unboxing und ihr kennt das ja normalerweise von mir, dass ich dann mit meinem Messerchen das Paket schon geöffnet habe. So leicht angeschnitten. Und heute muss ich euch ein Geständnis machen, ich habe es nicht ausgehalten, obwohl ich ja eigentlich vorhatte, es sogar bis zu meinem Geburtstag liegen zu lassen. Aber auch das habe ich natürlich nicht geschafft. Es ist heute der 30. Juli. ich habe ein Paket bekommen von Little Kit Kate, die gesagt hat, so, ich trenne mich jetzt von meinem ganzen Kram hier und sowas. Und sie hat mir einen Brief geschrieben, den habe ich nämlich auch schon gelesen. Und sie hat gesagt, 80% meiner Sachen habe ich jetzt rausgeschmissen, ich bin's leid, ich will mich ein bisschen minimieren und so. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich dir eine Freude damit. Das macht sie natürlich. Und sie hatte meine Adresse noch und deswegen war es ein ziemliches Überraschungspäckchen, wobei sie es kürzlich noch angekündigt hatte, aber ich war trotzdem total baff. Und merke gerade, dass mir total warm wird. Ich komme nämlich gerade vom Gassigang rein und da war es furchtbar verregnet. 30. Juli, ich glaube, wir haben 12 Grad. Irgendwie sowas, vielleicht mache ich mal das Fenster auf. Laut ist es ja nicht neben mir. So, und ja, dann war das Wetter, wie gesagt, nicht ganz so dolle. Und da habe ich mir gedacht, so, komm, ein Teil gönnst du dir. Eins guckst du dir schon an, vielleicht ist es was zum Schminken und dann nimmst du das jetzt gerade zum Schminken und sowas. Dann ist es bei dem einen Teil nicht geblieben, denn ich konnte schon ein paar Sachen sehen. Zwei Sachen konnte ich sehen, eins habe ich ausgepackt. Ach, hier sehe ich noch was anderes gerade. Mein Schatz ist der Beste. Der hat mir gerade Crunchy Peanut Butter mitgebracht. Die ist bei Lidl im Moment. Die scheinen amerikanische Wochen zu haben. Und das Zeug, das ist süchtig machend. Er ist ein bisschen fies eigentlich, weil ich es schon wieder vergessen hatte. Aber andererseits ist er der Beste, weil er mir eine mitgebracht hat. Warum eigentlich nur eine? Na, vielleicht kriege ich einen ganzen Karton zum Geburtstag oder so. Also, ich kann euch schon mal zeigen, ein Nail Art Kit. Ist das nicht gigantisch? Ich glaube langsam wirklich, jetzt muss ich mich doch mal da so ein bisschen drum bemühen. Da oben sind so richtig hologrammartige kleine Flitter drin und sowas. Also ich bin echt beeindruckt. Und so klitzekleine Perlchen und sowas alles, alles ist wirklich irre. Und das war halt nicht verpackt, deswegen konnte ich schon mal rausholen. Der Rest ist verpackt tatsächlich. Es sind Farben dabei, das fand ich auch sehr lustig. Ihr könnt sehen, ich habe schon wieder einen Ansatz. Also im Moment scheinen meine Haare wirklich rasend zu wachsen, wobei hinten merke ich es nicht, nur oben beim Rauswachsen. Werde ich jetzt, also ich habe sogar schon meine Tönung oben liegen und mein Handtuch dafür. Das wäre jetzt in den nächsten zwei Tagen passiert. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt, weil sie halt Haarfarben angesprochen hat, weiß ich, dass da welche drin sind, welche Farben das sein werden. Und dann gucken wir mal, weil ihr seht ja, wie ich gerade immer eine anstarre. Ich sehe eine Packung Nutrista liegen und bin mal sehr gespannt. Aber vorweg erstmal, da hat sie noch einen Remington reingelegt, einen Lockenstab. Und das finde ich natürlich auch gigantisch, ne? Hier so ein. Ich habe ja immer ein bisschen Muffe davor. Dass man sich verbrennt, denn zu meiner Zeit früher, es ist jetzt nicht so, dass man früher das, so wie ganz, ganz früher für die Schillerlöckchen, das ins Feuer gelegt hat. Aber es ist doch schon so, dass man sich früher daran verbrannt hat und echt tüchtig verbrannt hat. Aber ich denke mal, dadurch, dass es Remington ist und dadurch, dass sich das schon ganz anders anfühlt, so wie so eine Teflonbeschichtung oder sowas, wird die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch sein, dass man sich da so sehr wehtut. Und ich werde mich damit mal auseinanderfummeln. Ich glaube, hier kann man auch die Gradzahl noch variieren. Und das ist natürlich klasse. Probiere ich auf jeden Fall aus und freue mich da auch schon drauf. Vielleicht nehme ich euch da mit. Mal schauen. Ich wollte euch noch bei irgendeinem... Achso, ich wollte euch noch was anderes fragen. Ich hatte euch mal aus der Apotheke von diesen Naturdüften erzählt. Düfte kann man ja so mies beschreiben. Also ich eigentlich gar nicht. Und mein Schatzi-Mausi ist kürzlich in diese eine Apotheke reingegangen. Ich sage, oh, frag mal nach den und den Prüppchen und sowas. Ich sage, Mann, bitte, bitte, bitte. Und ich hatte ja damals Orange und das war ja so lecker. Jedenfalls, guck mal, das klebt schon zusammen. Kommt er da raus und sagt, nee, die wollten mir nichts geben und sowas. Stunde später drückt er mir eine Tüte in die Hand und sagt, hier, guck. So, sah eben ein bisschen hübscher aus, jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. Die haben wir also alle abgestaubt. Ob ich mir mal die Mühe machen soll, euch rauszuschreiben, was wo drin ist, also welche Kopfnote und so weiter, vielleicht steht das irgendwo im Internet und euch das dann zeige. Ich glaube, die Düfte liegen so um 20, 25 Euro oder so. Also sagt mir mal, ob ich, das wird bestimmt eine Heidenarbeit, ob ich das machen soll oder nicht. So, und ich wollte euch noch sagen, ja, lade ich das heute noch hoch, ich weiß gar nicht. Also wenn ihr das am Freitag noch seht, dass Rossmann im Moment 30% hat auf alle Foundations, Rouges, Blushes und Puder,
Ich habe mir mein Manhattan-Puder, wo ich tatsächlich Hitzepenne habe. Allen Ernstes, ich habe bei einem Puder Hitzepenne und das heißt, ich werde nie wieder ein anderes Puder kaufen. Das hatte ich mir jetzt mitgenommen und ich habe eine Foundation von Manhattan mitgenommen. Das habe ich aber oben, weil ich mir das praktisch zum Geburtstag schenken wollte und euch dann ja nachher dann wieder zeigen wollte, was ich dann bekommen habe. Wenn das interessiert, wäre auch schön, wenn ihr es drunter schreibt. So, also wollte ich euch das sagen, dass die im Moment alle 30% haben. Alles, was in der Kosmetiktheke steht, also somit nicht, was, was Dings angeht, was so Alterra und sowas angeht, die stehen ja auf der Pflegeseite mehr. So diese BB-Creams und die Vea-BB-Cream und sowas, die also offensichtlich nicht bei Rossmann. Und ich kann mich daran erinnern, dass beim letzten Mal auch die Concealer dann damit reingerutscht sind, dadurch, dass es ja eigentlich Foundations waren. Aber frag da vorher nach, da will ich keine falsche Aussage machen. So, und dann hatte ich, nachdem ich die beiden Sachen schon rausgefummelt hatte, habe ich gedacht, komm, eins willst du ja auspacken. Und dann habe ich, das klemmte hier in dem Kabel von dem Remington, so ein ganz kleines Päckchen. Und da kam dann tatsächlich so ein Lippi raus und ich wollte ihn eigentlich aufgetragen haben, aber ich habe mich nicht getraut. Er heißt Kiss Kiss 325, ist von, was stand da jetzt eben, Guerlain, ich kann es einfach nicht. Guerlain, sieht total traumhaft, schön, super süß, niedlich aus, aber ich habe es dann erstmal nicht aufgetragen. So. Opa, jetzt sieht das gar nicht so schlimm aus, aber trotz allem werde ich es jetzt erstmal nicht auftragen. Da werde ich mich wohl dran herantasten. Es gibt bestimmt Tage jetzt, die ihre Berechtigung haben, einen roten Lippenstift tragen zu können. Aber nicht heute. Nicht heute. Aber da bin ich schon mal echt baff, weil, ja, okay, du hast natürlich gesagt, die Sache, die du nicht benutzt, die willst du weggeben. Und gut, okay. Ich freue mich da sehr drüber. Aber ich glaube, solche Hitzchen hätte ich behalten. Ja, naja. Also großes Paket, wer mich auf Facebook verfolgt oder wer mir da folgt, hat schon gesehen, ist groß und schwer. Ich grabbel jetzt einmal nach dieser Nutrice-Verpackung, weil ich echt wissen möchte, was für eine Farbe ich demnächst tragen werde. Und, oh, feuriges Rot, au, oh, Backe, das wird dann wohl eher nix. Oh, Intensivrot hat sie reingepackt, das mache ich nicht, das Rot kriege ich ja nie wieder raus. Denn Rot zu übertönen und zu überfärben ist total schwierig. Aber da werde ich bestimmt jemanden finden, der das lustig findet. Ich habe eine Nachbarin, die hat kurze Haare, da ist sowas natürlich auch schneller wieder rausgewachsen. Und die trägt auch mal schwarz zwischendurch und dann wieder rot. Und da ist es natürlich perfekt. Bei so kurzem Haar ist es ja auch dann schneller rausgewachsen, sage ich jetzt mal. Von daher. Cool. Ist davon noch was? Noch eine Farbe? Jo, Tatsache, da sind noch mehr. Moment, da steht auch Dreier Vorteilspack. Jo, das geht dann auch an Elli. Blau-Schwarz. Also meine Nachbarin freut sich ganz, ganz doll von Poli Palette. Pechschwarz. Cool, schwarz und rot. Du bist offensichtlich extrem. Ist da auch noch was? Ja, und gleich die dritte im Bunde auch noch. Das war ein Dreierpack und dann hast du dich wohl doch dazu entschlossen, kein Schwarz zu wählen. Moment. Ganz unten. Ja, auch blau-schwarz. Nicht pechschwarz, blau-schwarz steht da. Und da ist auch noch... Da sehe ich gerade... Okay, das muss ich jetzt rausholen. Denn das habe ich ja eh schon gesehen. Ich sehe nur Judith Williams und das sind Leuchtkraftatome. Leuchtkraftampullen. Phytomineral. Das ist ja der Hammer. 10x2 ml. Und dann schauen wir uns die mal an. Ich kann mir vorstellen, wie die aussehen. Das sind bestimmt so kleine... Ach, sogar mit dem Futter. Moment. Hammer, davon trennst du dich. Wobei, ich kenne das. Ich kenne es ja. Also man macht da lieber einem anderen Freude damit, als es selber aufzubrauchen. Schön blöd, ne? Es ist... Oh, 2 Tage hat es durchgezogen. Na super. Meine Güte. Also da kann ich noch richtig schwelgen. Und ich werde ja verrot 40. Und da werde ich dann bestimmt an meinem Geburtstag mit anfangen. Und die Ampulle, also eine Ampulle reicht sogar für 2 Anwendungen, morgens und abends. Und holen Sie sich die jugendliche Leuchtkraft Ihrer Haut zurück. Durch die speziell entwickelte Wirkstoffkombination wird die Dermis gefestigt und die Mikrozirkulation angeregt. Dadurch gewinnt Ihre Haut wieder Vitalität und jugendlicher Leuchtkraft. Und danach bin ich wahrscheinlich süchtig nach dem Zeug. Super. Und offensichtlich ist da auch so, weil man es jetzt zweimal benutzen kann, ein kleiner... Verstöpseler, eine kleine Verschlussknappe mit bei. Cool. Dankeschön.
Coole Nummer, meine Güte. Sowas hatte ich auch noch nicht. So, und jetzt geht es weiter mit verpackten Sachen. Ihr seht schon große Augen bei mir. Die ist auf der einen Seite offen und es sind Pinsel, Pinsel, Pinsel. Oh Gott, das ist geil. In allen möglichen Farben. Du warst das damals. Ich hatte schon mal ein Päckchen von ihr bekommen. Und offensichtlich war das das Mädel, das mir diese damals, ich habe die doch gehabt mit dem, finde ich jetzt gar nicht. Die mit dem Sandlack, die Pinselstiele angemalt hat, weil sie mal irgendwo eine LE gesehen hat, wo das gewesen ist und das sah so toll aus. Und diese Klasse, guckt mal hier. Und die sehen aus wie diese eine, ich finde die jetzt sowieso nicht in dem Booster, wie dieses eine Pinselset, das ich mir auch mal gekauft habe. Über Amazon damals. Ich weiß aber nicht, bei welcher Firma dann direkt. Ist cool, mit denen komme ich ja gut zurecht. Da war ich auch erst so enttäuscht. Könnt ihr euch an das Video vielleicht erinnern? Wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch das. Irgendwas mit Mausies Fails oder sowas. Ganz schlimm. Und hier ist eine in einer ganz, ganz tollen Farbe. Ein Real Techniques. Das ist mein erster Real Techniques. Boah, ist der leicht. Der ist total leicht. Der ist richtig hübsch mit diesem Rosa vorne, hinten schwarz. Oh, da danke ich dir aber total. Ist das einer zum Verblenden? Mal im größeren Stil verblenden? Oh, ich habe einen Real Techniques. Geil. Oh, bei Samantha Chapman. Cool. Und hier noch einen ganz tollen von Essence. Der wird noch ein bisschen entknautscht. Sieht auch ganz toll aus. Ich mag die ja total gerne. Ich mache mir ja manchmal einfach nur... Ja? Ja, sie ist doch drin. War bestimmt welcher drin. Ich durfte nämlich nur jetzt hier sitzen, wenn ich ihm vorher einen Tee mache. Der ist ganz genervt im Moment, er arbeitet so viel. So. Und von Essence war der und der ist auch so geil. Ich glaube, das war aus der Valentinstags-LE. So niedlich. Essence mit diesem Herzen da vorne drauf. Danke. Ach, Pinsel gehen immer. Es ist wirklich unglaublich. Meine Güte. Und davon trennst du dich. Ja, klar. Oh, ich habe Real Techniques. Ich habe übrigens heute auch mal ein Käffchen hier hingestellt. Weil, wie gesagt, kam er jetzt gerade rein und habe jetzt gesagt, so, das packe ich jetzt erstmal aus. So, hier ist was Großes, das lasse ich dann erstmal. Hier ist was Kleines. Da ist von Nivea Cellular Perfect Skin strahlender Teint. Einmal das perfektionierte Tagesfluid, dann die korrigierende Augenpflege und die Nachtessenz. Das finde ich ziemlich klasse. Meine Haut hat sich ja wieder beruhigt, deswegen denke ich mal, kann ich ruhig mal ein Pröbchen dazwischen schieben. Da habe ich mich doch damals so reingequatscht gefühlt und habe dieses hier mir gekauft. Und weil ich auch dieses komische Körbchen haben wollte. Da hieß es ja, wenn Sie irgendwie einen Artikel für 15 Euro kaufen, kriegen Sie das Körbchen. Ich habe es dann nachher wieder hingebracht, natürlich zugelassen und gar nicht benutzt. Ich fühlte mich da auch wirklich relativ reingequatscht und ich fand das auch nicht fair, dass man immer so gleich was kaufen muss und so weiter, nur um dann so ein Giveaway zu kriegen. Hallo? So. Ein Pröbchen hat es mir auch nicht gegeben und diese Nivea-Zeitung auch nicht. So. Naja, und jetzt habe ich dann einmal, sowas gab es da zum Beispiel auch nicht. Hat es mir auch nicht mitgegeben. Doch, sie hat mir Pröbchen mitgegeben. Für meine Nachbarin, weil ich danach gefragt habe. Hätte sie in dem Moment gescheitert, hätte sie ja sagen können, die kann doch bei Ihnen probieren. Hat sie dann aber zum Glück nicht gemacht und daraufhin habe ich die Pröbchen probiert und habe gesagt, nee, dafür ist mir 15, 16 Euro, was ich bezahlt habe, einfach zu teuer. So. Ich hatte 13 Euro bezahlt, glaube ich, und dann noch für Männer eine Herrencreme. Nivea hat jetzt auch Herrencremes. Da habe ich aber geschmolten, habe die auch zurückgebracht. So. Schatzi hat gesagt, braucht er nicht und ich habe da immer eine gute von Balea für ihn und ja. Super, gleich eine ganze Geschichte zu erzählen. Dankeschön. So, weiter. Ich krabbel einfach so. Das könnte ein Nagellack sein. Mir ist gerade der Fuß eingeschlafen, der kribbelt voll. Oh oh, ein Essilack. Oh Leute. Ein Essilack, aber ich kann euch nicht sagen, wie er heißt.
Ich zeige ihn euch aber mal, das ist ja vielleicht von Vorteil. Der sieht vielleicht sogar so ein bisschen aus wie der, den ich gerade drauf habe. Das ist der aus der Naughty LE. Naughty, Naughty. Naughty heißt eigentlich frech und Naughty kommt ja eigentlich von Nautilus und hat ja auch so ein bisschen mehr Ahoi-Thema. Ziemlich cool, aber ich habe kein Nagelrad hier. Aber, das wusste ich gar nicht, ich habe einen Joghurtbecher hier. Den nehme ich einmal. Also es sieht wirklich aus wie eine richtig tolle Farbe. Es gibt Leute, die nennen das, glaube ich, Leberwurstfarbe, aber weil ich das so eklig finde, den Namen, verwende ich den jetzt hier einfach nicht. Den finde ich ziemlich gut. Das ist toll und vielleicht trocknet der ein bisschen besser als der hier. Klasse. Müssen sowieso gemacht werden, ihr habt gesehen, ich bin von meinem kurzen im Moment wieder weg. Ich habe mir ein ganz neues Set geklebt und das war so lang, der hier war so lang, der ist direkt weggebröckelt. Aber ist wieder gleich übertrieben. Naja, so ist das halt manchmal. Coole Nummer, herzlichen Dank. So ein Nagellack geht doch eigentlich auch immer darum. Also warum gibst du das jetzt weg? Ich meine, ich freue mich ja, aber... hat's auch nicht gedacht. Oh, ein schöner Kohlkajal von Max Factor bei Ellen Beatrix. Natural Glaze. Oh, das ist doch der von dem Moldavit immer so schwer. Den habe ich mir nie geholt, weil ich ja... Ich hatte ihr mal zugehört und da hatte sie sich praktisch vertan. Sie hat auch den Manhattan und ich habe mir dann den Manhattan gekauft und habe gesagt, boah, der ist ja klasse. Sofort, guck mal, den habe ich gleich mit einem Griff und der kostet auch nur 1,99 und den finde ich schon mal super. Und dann hat sie nachher in einem Video später gesagt, Mensch, ich meine gar nicht den Manhattan, ich meine den von Max Factor. Ich so, gerade gekauft, toll, herzlichen Dank. Und braucht man ja nicht so häufig, deswegen ist der jetzt noch gar nicht großartig. Ne? Ich habe gedacht, dann nimmst du den, wenn der alle ist. Aber wann ist der schon mal alle? Und jetzt habe ich ihn, das hat so sein sollen. Und der ist wirklich ein bisschen hübscher. Moment, jetzt habe ich ihn so tief weggesteckt. So, und das ist jetzt der Manhattan daneben. Es ist ein Unterschied, Tatsache. Zumal der Max Factor viel, viel weicher ist. Oh, klasse, da freue ich mich sehr, den ausprobieren zu können. Machen wir einfach mal, was habe ich denn gerade hier? Kürzlich habe ich mir das drauf gemacht, da fiel das so dermaßen auf. So, keine Ahnung, ich hoffe mal spielende Kinder oder so. War ein ganz hohes, komisches Fiepen. Und ein Hund war am Bellen. Da braucht man jetzt nicht hinlaufen, da werden Leute sein. Nicht schön. Okay, machen wir weiter. Also das ist schon mal richtig toll und der andere war den einen Tag zu stark, zu intensiv und das sah aus, als wäre ich krank oder irgendwie so. Das war ganz merkwürdig. Und was haben wir hier? Oh, von Urban Decay habe ich einen 24-7 Glide-on Eye Pencil Stack. Ich glaube, Stack ist die Farbe. Aussehen tut er so. Mann, Mann, Mann. Oh, ein brauner. Und braun ist natürlich, oh, butterweich. Nee, schwarz. Na, nennen wir es mal braun-schwarz. Oh, geil. Oh, danke. Und das, wo ich im Moment auch so im Trip bin, jetzt bin ich gerade stark geschminkt, weil mir da eben so nach war und ich habe noch Bronzer drauf. Ich bin im Moment auf so einem Trip, dass ich fast nur noch Mascara trage. Oder, dazu wollte ich euch auch noch was erzählen, ich habe von L'Oreal die Skin Perfection bekommen. Erzähle ich euch jetzt ganz kurz zwischendurch. Da könnt ihr euch auch anmelden auf der Homepage. Und mit jedem Mal anmelden sammelt ihr Punkte. Ihr könnt ein Beauty-Profil ausprobieren, gibt Punkte. Ihr könnt am Preisausschreiben mitmachen, gibt Punkte. Und wenn ihr ab 5000 Punkten, glaube ich, ab 5000 Punkten könnt ihr damit in den Shop gehen und könnt die einlösen. Und das Kleinste, was ihr dann bekommen könnt, ist ein Nagellack von L'Oreal. Und dann geht das hoch bis zu diesen ganzen Foundations und sowas. Und dazwischen halt, was es noch so gibt, Lippenstift und so. So, und an dem Tag, an dem ich da mal einmal reingeguckt habe, gab es dieses hier, was normalerweise 13.000 Punkte kostet in Tüdelchen, weil es ja 13 Euro kostet, für 5.000, also für 5 Euro. Und ich hatte 5.900 und habe gesagt, meins, mache ich mit. Und
Die hat eigentlich eine ganz, ganz leichte Tönung. Das kann man aber sowas von gar nicht sehen. Und ihr könnt euch daran vorstellen, wie klein diese Tönung ist, wenn ich euch sage, dass mein Mann diese Creme toll findet. Also, als ich sie das erstmal aufgetragen habe, sah man eine Tönung, aber wenn sie dann im Gesicht ist, eigentlich nicht. Das heißt natürlich auch, dass die Poren nicht zugesetzt sind und so weiter. Und dann habe ich ein paar Stunden später, bei mir verschwindet ja Creme sofort, ein paar Stunden später habe ich gefühlt und habe gedacht, Mensch, was hast du denn heute für eine schöne Creme drauf? War ja, wie gesagt, danach nicht geschminkt, hatte ja nur das drauf. Und dann fiel mir das wieder ein, das Zeug hier. Und das heißt, dass ich das ziemlich gut finde. 35 ml sind drin, sind sonst im Make-up, 50 sind sonst in einer Creme. Ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, mir die selber zu kaufen. Es nennt sich Antimüdigkeit, hautoptimierende Tagespflege und vor oder nach ihrem Serum anwendbar. Und mir gefällt sie sehr gut für den Sommer. Ich habe heute eine tolle Verkaufsidee gehabt. Ich habe gesagt, es müsste einen Regenschirm geben mit einem Aufdruck. Sommer 2015, ich war dabei. Würde ich mich dumm und dusselig verdienen. Also sollte irgendjemand diese Idee jetzt aufgreifen, beteilige mich bitte. Ne? So, davon wollte ich euch wie gesagt erzählt haben. Das hat auch nichts mit Bloggen zu tun oder so. Da habe ich einfach als ganz normale Kundin bin ich da eingetragen und gut. Kann jeder mitmachen. Schade darum, ihr kriegt sogar 50 Punkte jedes Mal dafür, dass ihr euch einmal in der Woche einloggt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hat natürlich auch wieder was mit Adressen sammeln zu tun, ist logisch. Ja. Und da ist noch einer drin. Also der ist schon mal Bombe, den finde ich richtig klasse. Da macht es auch richtig Spaß, sich zu schminken. Komm mal ein bisschen näher. Ich bade im Moment ein paar Bergkristalle. Und damit sie nicht so viel Sonnenlicht abkriegen, habe ich da eben einen... Guck mal hier. Muss die noch säubern. Ich habe die so roh bekommen. Hammer, ne? So, und wenn ich das Gefühl habe, dass es denen immer nicht gut geht, kriegen die erstmal einen Rescue-Bachblütenbad. Meine Erfindung. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also, dass man Steine da reinpackt. Aber ich habe immer das Gefühl, es geht ihnen dann besser. Und dann habe ich, um es abzudecken, so blöd wie ich bin, eins von meinen Ingwertaschentüchern drüber gelegt. Das hat sich natürlich dann da reingelegt und vollgesogen. Und durch die Kapillarwirkung ist es dann irgendwie hier auf meinen Sitz getroffen. Ich habe mich hier eben hingesetzt, das hat richtig Flatsch gemacht. Jetzt trocknet mein Kissen erstmal raus, ich musste mir ein anderes nehmen. Jetzt habe ich aber eine ganz nasse Hose, weil ich jetzt unbedingt anfangen wollte. Und jetzt sabbel ich mir schon wieder die ganze Zeit einen zurecht. Hier habe ich von Essence einen Beach Cruisers Waterproof Liquid Eyeliner in Sun Fun und Copper. Coppery? Oder Copper? Sun Fun and Copper? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche Farbe das sein könnte, aber die Aufmachung sieht schon mal toll aus. War Beach Cruisers, ja, nicht sowas ganz Buntes. Oh, in einer ganz tollen Bronzefarbe. Guckt euch das mal an. Ja, das passt ja jetzt auch nochmal dazu. Kann ich gleich direkt aufmachen. Ich habe jetzt übrigens den Catrice Ausverkauf tatsächlich entdeckt. Also gesehen und mitgemacht sogar. Und Essence auch. Ich habe angerufen vorher bei Botni. Und das ist seit Montag gewesen, aber es war gestern noch alles da. Und ich habe nur eine Palette mitgenommen, die All About Romance. Die anderen waren alle weg. Und da ist ein ganz toller Highlighter-Ton drin. Aber die sind ja alle sehr, sehr hell. Und noch einen einzelnen Lidschatten, sonst nichts. Also ich war sehr standhaft. Entschuldigung, es kommt zum Kaffee. Schöne Farbe, könnt ihr einmal schauen. Ich habe überlegt, demnächst mal mit meinem Handy zu filmen. Ich habe ja jetzt so ein Galaxy-Dingen da. Und ihr filmt ja auch oftmals mit Handycam. Wobei, die hat HD-Qualität, ne? Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe mich so erschrocken, als ich das bei Melly damals gesehen habe. Nein, 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 nein. Ich habe ja hier keinen Weichzeichner und sowas, aber einfach durch die Qualität ist das ja nun nicht so, ne? Ich muss das nicht haben, dass man jede Pore da draußen sieht. Nee, nee, nee. Ich finde es schon ganz gut so. Ja, machen wir weiter. Ist ja auch nicht nur ein Schminkkanal, von daher ist das vielleicht nicht so schlimm. Ne? Da ist was Hartes drin. Das fühlt sich an wie so ein Glastiegelchen. Vielleicht von Rival de Loup oder so. Die hatten noch so ein Make-up. Mal schauen. All Matte Plus von Catrice. Sunbeige.
Das ist ja cool. Habe ich von denen was ausprobiert? Nee. Lasts up to 18 hours. Genial. Also ich mache euch. Ich habe lange kein Unboxing mehr gemacht. Ich sitze hier wie ein Anfänger, habe ich das Gefühl. Und da ist jetzt auch noch zu viel rausgekommen. Mache ich mal nur hier so ein bisschen. Ja, ich bin nicht braun, man sieht es. Ohoho. Aber ich habe mir ja vor einiger Zeit von Manhattan diese ganz, ganz, ganz helle Farbe gekauft. Und, also es gibt Light Porcelain und Porcelain. Und Porcelain habe ich mir ja gestern geholt und Light Porcelain vor einiger Zeit schon. Steht aber im Moment auch nicht hier offensichtlich. Das hab ich auch aus dem Ausverkauf. Medium Skin 3 in 1. Verändert sich auf der Haut. Ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. So, und dann kann ich die beiden ja vielleicht mischen und kriege eine ganz tolle Farbe. Oh, guck mal hier, das wird ganz duster. War jetzt ein Fehler, aber ich will ja nicht mehr raus. So, habe ich jetzt ein bisschen Farbe. Und hier, da kann man drüber, ja, steht ja drauf, Waterproof, ne? Da kann man echt drüber gehen, da tut sich nichts. Klasse. Eine ganz braune Haut habe ich jetzt. Der andere ist auch cool, der bleibt auch noch. Herrlich! Oh Mann, jetzt habe ich angefangen, jetzt will ich weitermachen hier oben. Käffchen. Love it. So. Weiter, weiter, weiter. Da ist immer noch was drin. Nagellack vielleicht? Ich liebe es. Ah, bin so gefreut, dass das Paket kam. Und da mein Schatz momentan auch mal was erwartet, gucke ich mal, ich so, schub's ihn weg, wenn da der Postbote kommt und so. Spannend, spannend, spannend. Oh. Von OPI einer. Der nennt sich Roadhouse Blues. Und jetzt wieder her mit meinem tollen, ne, Nagelrädchen. Hammer. Ich wollte ja sowieso mal Nägel neu machen. Da kann ich das jetzt auch einmal über den blauen hier drüber ziehen. Über den blauen. Das ist ein Mitternachtsblau vom Feinsten. Wow. Der ist wirklich fast schwarz. Guckt euch den an. Geil, geil, geil. Oh, wunder, wunder, wunderschön. Und hier noch einmal aufgetragen. Da könnt ihr das auch nochmal sehen. Also es ist dunkler als das Nivea Blau. So ein bisschen lila scheint. Jetzt aber nur hier auf dem durchsichtigen Ding. Hammerfarbe. Geil, dankeschön. Mann. So hochwertige Nagellacke. Mann, Mann, Mann. Ich gucke da immer noch nicht nach. Ich kriege das nicht hin. Für einen Nagellack 8 Euro zu bezahlen. Oh, nee. Jetzt überlege ich gerade, alles durcheinander hier zu würfeln. Ich erzähle ja, das ist im Moment mein allerneuester Schatz. Ihr habt das vielleicht eben gar nicht gesehen, als ich so schnell aufgestanden bin. Ihr wisst doch, dass ich so Probleme habe. Und dieser Cezid hatte große Fangemeinde, ist noch gar nicht so bekannt. Offensichtlich nur in Namibia vor. So, kann man aber auch Cezid kommen, könnt ihr euch alles drüber durchlesen. Gestern gekommen, habe ihn dann einmal gereinigt, dadurch, dass es ein Wüstendings ist, muss er nicht ein Vollmond, der nimmt keine negativen Energien auf oder sowas, deswegen konnte ich ihn auch direkt ummachen dann nach einer Stunde Sonnenbad. Und heute Morgen werde ich wach, gebe Jamie seine Pillen, lege mich wieder hin. Und wälze mich so hin und her und denke, irgendwas ist anders als sonst. Irgendwas ist anders. Habe ihn auch nachts getragen, ne? Weil das heißt, dass man gut schläft damit. Und ich denke, ich wälze mich hin und her. Und ich kann mich sonst immer nur ganz vorsichtig drehen, weil es ganz unten rechts neben meinem Lendenwirbel oder sowas, da so eigentlich beim Steißbein schon, da ist ein ganz fieser Schmerz, der ist immer da. Auch wenn ich mich gerade hinlege oder sowas, dann muss ich mich erst in den Schmerz reinlegen, sage ich jetzt mal, damit ich so liegen kann. War weg, Mädels. War weg. Und es ist jetzt inzwischen 5:30 oder sowas. Ich habe mich eben, glaube ich, 4:45 hier hingesetzt. Ich fühle mich wie, weiß ich nicht was. Ich habe mich ganz normal gebückt zu meinen Schuhen, die angezogen, ausgezogen. Ich musste keine Verrenkungen machen, als ich meine Jeans angezogen habe und so. Ich bin hin und weg. Also, ich habe ja meine Steine vor allem halt wegen der Schönheit. Dann kaufe ich sie auch wegen der Wirkung. Aber eben, um sie da zu haben. Also ich habe jetzt noch nicht richtig irgendwie welche ausprobiert oder sowas.
Und der hier, der braucht gar nicht hinterfragt werden. Der sucht sich wirklich das, was in deinem Körper nicht in Ordnung ist. Motto, einfach heile. Ende. Und ich liebe das Ding. Ich liebe es abgöttisch. Habe auch schon, ja, als ich das bei Facebook gepostet habe, haben mich schon zwei angesprochen, haben gesagt, wo hast du den her? Und ich habe auch eine liebe Freundin schon angefixt, die holt sich den jetzt, hat ihn direkt bestellt schon. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Also der ist geil. Lest euch da mal durch. Also für die, die jetzt glitzern und funkeln mögen, ist er nichts. Aber für die, die einen treuen Freund suchen und einen Talisman und so, Bombe. Gibt sicherlich auch welche, die sagen, oh, da bringt ja nichts. Habe ich auch im Forum gelesen. Aber ich weiß, dass auch Bachblüten helfen. Es gibt Leute, bei denen helfen auch keine Bachblüten. Und ich stehe Schüsslersalzen gegenüber ein bisschen skeptisch, aber es gibt welche, die darauf schwören. Meine Mutter zum Beispiel. Also von daher, es gibt so viele Möglichkeiten. Und der hier, der macht mich glücklich. So, das einmal nebenbei am Rande. Jetzt habe ich einmal angefangen mit dem Kaffee trinken, jetzt kann ich mehr aufhören. Auch blöd. Hier ist nochmal was Hartes, das sieht mir auch nochmal nach Nagellacken aus. Ich liebe den kleinen Mann und das ist so schön. Und ich habe seit Jahren diese Rückenschmerzen. China Glaze in Gelb und Orange, das ist ja cool. Nein, die Farbbezeichnungen heißen Metropolitan, also nicht Politan, sondern und If in Doubt, Surf it out. Nein, 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 die sehen ja genial aus. Das wird ein richtig schönes, die werde ich abwechselnd lackieren. Ich glaube, eine Hand so und dann, ne, mal gucken. Cool. Das ist auch kein Knallgelb, sondern eher so ein Safrangelb, nenne ich es mal. Hatte ich mal einen ähnlichen aus der Tribal LE, glaube ich. Ich habe so Tribal gerade vor Augen. Den konnte man kombinieren mit einem beigefarbenen, der auch aus der LE war. Das sah dann aus wie ein Spiegelei. War jetzt auch nicht so perfekt, also gefällt mir diese Kombination viel, viel besser. Mann, da seht ihr es. Vielleicht nehme ich die auch, oder ich nehme erst den und dann kann ich ja zwei Tage später die anderen beiden da drüber lackieren. Und wenn mir das nicht mehr gefällt, nehme ich den und habe über 10 Tage immer was anderes drauf und musste nicht neu lackieren. Den hier habe ich jetzt auch schon 3-mal überlackiert, glaube ich. Da war zwischendurch ein blau Gesprenkel da noch mit drauf. Wenn ich den abnehme, da kann ich ein anderes Unboxing beigucken oder irgendwie sowas. Das wird lange dauern. Coole Farben, herzlichen Dank, sind bei mir in besten Händen. Werden ausprobiert und werdet ihr bestimmt demnächst sehen. Hier ist ein kleines Kästchen. Das muss ich bestimmt so rumhalten, denn ich habe ja schon mal von Mimimi so ein Blush gehabt. Und das fühlte sich so ähnlich an. Vielleicht ist das, Essence hatte auch mal so eine Form bei Blushes, also ich... Oh, jetzt habe ich meinen blauen Nagellack, glaube ich. Der Honolulu. Cool. Wobei, ich glaube, den habe ich schon. Moment, der müsste dann auch noch hier stehen. Ja, der steht da. Aber der ist natürlich super und dann wird sich jemand anders drüber freuen. Moment, da warst du noch gar nicht mit dem Pinselchen drin. Auch kaum benutzt hier. Meine Güte. Ich zeige euch den einmal, weil der echt cool aussieht. Der hat wirklich ein schönes Braun. Es soll ja ein Dupe sein zu dem Bahama Mama oder Bahama irgendwas, schieß mich doch, nee, Honolulu, zu irgendeinem anderen von Benefit. Hula Bronzer. So. Und ich habe Dupe-Vergleiche gesehen und der ist wohl nicht perfekt. Man muss den Honolulu einfach so nehmen, wie er ist, für einen selber entscheiden, ob das was ist oder nicht. So, und ich habe kürzlich eins von diesen kleinen Bürstchen für mich hier hingelegt. Da mache ich jetzt alles Mögliche mit, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Doch, dahinter habe ich die kleine Sleek-Palette vorgestellt. Die Sleek, das Face-Control-Kit, benutze ich auch total gerne im Moment. Tja. Ja, jetzt habe ich eben sehr viel Bronzer. Ach, doch, guck mal. Man sieht trotzdem noch, dass man damit noch konturieren kann. Es ist also tatsächlich noch mal dunkler als mein Bronzer hier von Isadora. Den benutze ich im Moment und dieses Contour-Kit. Super Kombination, ganz toll. Und dann immer noch ein bisschen Glow oben drüber und gut ist. An den Tagen, wo ich Bock habe auf Schminken, muss man dazu sagen. An manchen Tagen habe ich das ja. Und dann sitze ich wieder hier und denke, oh, mal so, mal so. So, toll, super klasse.
Freue ich mich sehr drüber. Finde ich super. Dankeschön. Kann ich euch auch noch was zu erzählen? Ist aber auch gerade nicht hier. Ich war bei Jawohl, das ist hier oben so eine Sonderpostenmarktkette. Und da gab es von W7 eine Foundation, ein HD-Make-up. Und das sah im Laden, es gab nur zwei Farben. Also wirklich nur diese zwei, einzelnen zwei Make-ups. Mehr gab es davon nicht mehr. Und auch zwei einzelne Lidschattenpaletten. Da habe ich gedacht, nein, reiß dich zusammen, keine Lidschattenpalette. Und das wären auch zwei unterschiedliche Farben gewesen. Und bei dieser Foundation, die habe ich dann im Dings einfach ausprobiert, weil da auch andere schon dran gewesen waren, habe ich gedacht, kommt es auf mich jetzt auch nicht mehr an. Sonderpostenmarkt sind die Leute ja mal alle ein bisschen, ne? Ungestümer, sage ich jetzt mal. Und im Laden sah es also sehr schön aschig aus, draußen dann heller, ist aber aufgetragen zu Hause ein schöner Ton. Liegt aber auch bei meinen Geburtstagssachen. Zeige ich euch dann alles zusammen, wenn ihr wollt. So, wobei das auch für mich immer sehr interessant ist. Ich habe mir kürzlich mal meine Weihnachtsgeschenke angeguckt und sowas. Das war total lustig. Also das macht sehr viel Spaß und dann denkt man wieder, ja, das habe ich ja noch gekriegt und das hat Schatzi mir gekauft und so. Super. Hier ist was Plattes. Kann schon von hinten was sehen. Sieht rot aus, dann könnte es ein Blush sein. Ganz rot. Balla Balla heißt es. Dann ist das bestimmt aus einer Cosnova. Arriba, den hatte ich auch in der Hand. Nein. Hier, nee, Balla Balla, nicht Balla Balla. Arriba, der Blush. Und ich stand davor und ich konnte mich nicht entscheiden. Und das ist natürlich, vielleicht war es da schon klar, dass der auf dem Weg zu mir ist. Cool, dann nehme ich gleich mal, Moment, mit dem Stippel, ne, hier mit meinem tollen Sigma, da war ich ja auch so hin und her. Da habe ich mir extra das Video für, diverse Videos für angeguckt. Die muss man stippeln. Und der ist ja eigentlich gar nicht für Blush oder sowas. Ich benutze den jetzt halt nur dafür, um euch das zu erzählen. Den soll man... Da soll man sich das Make-up hier auf den Handrücken oder in ein kleines Gefäß machen und dann stippeln und stippeln, 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 stippeln. Wirklich überall stippeln, damit das aussieht wie geairbrushed. Funktioniert bei mir nicht. Aber wollte ich bloß mal den Leuten sagen, praktisch, die sich fragen, was macht man eigentlich mit diesen Stippling Blush Brushes? Nicht so, sondern so. Ne? Das sind diese Stinktier-Dinger und wenn die schon Stippling Brush heißen, dann... Heißt ja auch Stinktierpinsel. Also, ich gehe da nicht näher drauf ein. Super cool. Freue mich sehr drüber. Wieder 10 Minuten. Mann. Ich kann nicht langsam. Ich kann nicht schnell. So. Was haben wir da? Oh nein. Wenn ich das zuerst gehabt hätte. Jetzt bleibe ich bei dem anderen, weil ich bin da im Moment sowieso unterversorgt. Das lasse ich erstmal liegen. Das geht ja jetzt erstmal hier mit. Cool, freue ich mich. Danke. Im Teddy vergesse ich die mal, ehrlich gesagt. Hier ist sowas Schmales. Nicht der größte Schmal. Wer könnte ja eigentlich... Das könnte ein Lip Butter sowas sein. Nee, von Manhattan. Sweet and Tasty Lip Gloss steht da. Denn für ein Mascara war es zu kurz. Sweet and Tasty, schimmernder Lipgloss mit leckeren Aromen für unwiderstehlich verführerische Lippen. American Grapefruit. Habe ich noch gar nicht gesehen. Grapefruit. Oh, das riecht lecker. Das riecht total lecker. Das mache ich jetzt aber nicht drüber. Ich finde das so schade, wenn die immer sofort verhurzelt sind. Den werde ich so ganz pur nehmen. Den werde ich nirgendwo drüber machen. Cool, Dankeschön. Habe ich nicht gesehen. Ich finde Manhattan gar nicht schlecht. Es gibt ja einen, die immer sagen, nee, da gehe ich dran vorbei. Die haben auch eine irre Lippenstiftauswahl. Habe ich ja auch inzwischen ein paar von. Ich finde die echt toll. Also und die haben halt auch öfter mal diese Aktionen und sowas. Und ich gehe da nicht dran vorbei. So, da ist was Großes. Da sehe ich ein Organza-Säckchen. Da ist da was ist was Gutes. Oh, die hatte ich schon mal, die war gut. Dankeschön. Von CD, die 24 Stunden Feuchtigkeitspflege mit pflanzlichem Hyaluron, habe ich sogar zu Ende benutzt. Ja, und sogar hier, ich mag das gerne, dann verschwindet das wieder so. Ich habe morgens nicht das Gefummel, dann fällt mir nämlich meistens noch irgendwie das Dings runter oder so. Und die hatte auch einen ganz tollen Duft, sobald ich mich erinnern kann. Ja, mag ich gerne. Oh, dankeschön. Auch Wasserlilie, klar. Ich benutze ja auch immer noch das Deo.
habe ich mir auch noch mal was gekauft. Hier. Hatten die kürzlich mein Tropical nicht bei Rossmann, musste ich mir ein anderes mitnehmen, weil ich unbedingt an dem Tag eins haben wollte, fürs Auto. Da habe ich die neuen Compressed von Isana entdeckt, die kosten nicht viel, 59,69 €. Und das ist in diesem Falle Secret Rose. Und normalerweise gucke ich mir nichts an, was mit Rose zu tun und mit Rosen zu tun hat oder so, aber irgendwie hat die mich angesprochen. Und dann habe ich da meine Nase dran gehalten und habe mir das gleich mitgenommen. Also was ganz Schlimmes, wenn ihr es aufsprüht, da ist das erst so intensiv, dass sich das voll hier hinten drauf liegt. Da habe ich gedacht, das liegt an meiner ersten Tube praktisch und dass das vielleicht ein Fehler war. Aber nein, ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal gekauft und da ist es auch so. Also es ist, wenn du dann in dem Moment, am besten sprühst es auf und trittst dann einen Meter weiter. Das ist das Beste. Ohne Aluminiumsalze, wie gesagt, günstig, klein, super für die Tasche. Hier oben könnt ihr es drehen. Ich mache hier alles Mögliche durcheinander im Moment, sorry. Aber ich habe so lange nicht gedreht, ich bin so aufgeregt. Angeblich 24 Stunden, wissen wir alle selber, dass die ohne Aluminiumsalze vielleicht 2 Stunden durchmachen und dann fühlt man sich besser, wenn man es nochmal neu aufgetragen hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich es liebe, das zwischendurch einfach so aufzutragen, als Duftersatz. Ne? Und von daher, Tipp, wie komme ich da jetzt drauf? Ach so, wegen des Dufts von CD und weil ich ja CD und so. Naja, man hüpft ganz schön durch die Themen hier. So, aber mein Tropical war jetzt gestern im Angebot bei Rossmann, habe ich mir dann auch noch 2-mal, glaube ich, sogar mitgenommen. Mag ich auch immer noch sehr gerne. Habe ich auch aus der Box gehabt, kaufe ich immer wieder nach. Die Form kenne ich, glaube ich. Das ist, kann das ein Wimpernformer sein? Ich hatte einen von Betty bekommen, den habe ich gerade Moldi geschickt, weil ich damit nicht zurecht gab. Beziehungsweise, weil ich da einfach nicht dran denke. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich es also doch weiterhin noch probieren. Der ist sogar noch an. Als ich meinen verschickt hatte, da war keine Batterie drin. Das tat mir total leid. Ich kann es jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Freue ich mich drüber. Herzlichen Dank. Super. Ich weiß noch, im letzten Jahr habe ich das nämlich Betty erzählt. So, oh Mensch, die wollte ich so gerne mal ausprobieren. Und da habe ich den zum Geburtstag bekommen. Und dann einmal, glaube ich. Und dann habe ich mal geguckt und ich bin nicht warm mit ihm geworden. Er ist zwar warm geworden, aber ich nicht mit ihm. Einmal das hinten aus der Ecke, das ist ganz schwer. Ein Catrice-Nagellack. Schauen wir mal. Das tue ich jetzt auch wieder weg. Wie gesagt, das ist auch gut. Das zeige ich euch einmal. Das müsste ich ja eigentlich auch dann noch mit zu den Geburtstagssachen, damit ich... Wobei, das ist jetzt im Ausverkauf gewesen. Brauche ich euch dann auch nicht mehr zeigen. So. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich das nicht nochmal gekauft habe, weil das nämlich eigentlich ganz hübsch ist. Aber wann nimmt man schon mal 2 Make-ups nacheinander? Also es gefiel mir auch sehr gut. Und ich meine, der Geruch, das war sehr stark parfümiert. Das ist so ein herber Geruch, der gefiel mir auch sehr gut. Da. Und sieht schön gesund aus, ne? So. War mir immer, wollte ich damals unbedingt haben, als das in den Neuigkeiten waren. Und dann war es mir immer zu teuer und jetzt ist es im Ausverkauf gewesen. Isenagellack, ja. Ein knallebunter Nail Art Special Effect Topper in Zirkus Konfetti. Coole Nummer. Ganz, ganz quietschbunt. Herzlichen Dank. Ziehe ich jetzt einmal über den blauen hier. Das ist echt bunt. Da weiß ich sogar schon jemanden für. Ich habe den nämlich doppelt. Da weiß ich, wer den kriegt. Schau mal hier. Ist cool, ne? Das ist schon irre. Ist witzig. Nein, ich sage es nicht. Ich wollte gerade überlegen, ob ich verrate, aber nein, sage ich nicht. So. Kommt ja immer mal vor, dass was doppelt ist. Sei bitte nicht traurig. Aber ich muss es ja auch sagen. Weil sonst sagt derjenige, von dem ich das letzte Mal gekommen habe, oh, was wohl vergessen, habe ich dir gerade geschenkt. Hatten wir auch schon alles. Ein Cookies and Cream Eyeshadow. Oh, da habe ich damals so vorgestanden. Habe ich gedacht, nein, du bist zu geizig. So Hot Donut. Ein Baked Eyeshadow. Ich weiß noch, als die in den Videos vorgezeigt wurden und sowas. Ich denke, oh, und dann stand ich da mal vor und habe gedacht, nee, du wüsstest gar nicht welchen. Oh, das ist dieser Bronzeton. Ich hätte jetzt gerade sogar gedacht, das wäre der Braunton. Aber das ist so ein bronziger, den kann man schon fast wieder als Highlighter benutzen.
Jo, kann man. Vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen dunkler ist. Ich werde nicht dunkel, ich brauche da gar nicht mal drüber nachzudenken. Immer wenn ich dann im Winter sage, ja, wenn ich dann braun bin, ich weiß inzwischen, dass ich im Sommer eh nicht braun werde. Aber so ein bisschen Farbe nimmt man ja an, aus irgendeinem Grunde. Und sei es, dass die Sommersprossen dunkler werden. Also irgendwas ist da ja immer ein bisschen anders. Und ja, herzlichen Dank, finde ich ziemlich, ziemlich klasse. Es lässt mich ja ein bisschen hoffen, dass du dich vom anderen auch getrennt hast, dass da noch einer drin ist, dass ich die kombinieren kann. Nein, da ist aber keiner mehr. Da ist was anderes. Das ist auch eine komische Form, die kann ich mir auch nicht erklären. Baiser, voler. Baiser, voler. Was bist du denn? Von Cartier. Eine Mini-Größe Parfum. Nein, das ist ja klar, dass ich sowas nicht kenne. Warte mal, da steht Lys Rose. Moment, nein, wie niedlich. Jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht kaputt mache. Passt von den Farben hier da oben super hin. Das riecht aber lecker. Obwohl da auch was von Rosé oder Rose gerade drauf stand. Vielleicht muss ich das mit dem Rosenduft nochmal überdenken oder so, keine Ahnung. Total niedlich, wirst du wiedersehen da oben. Ich mag jetzt noch nicht aufstehen, weil ich immer noch einen nassen Hintern habe und möchte nicht, dass ihr das seht. Ne, das fühlt sich blöd an. Ich trinke Kaffee, das ist viel zu spät für Kaffee. Das ist zwar ein koffeinierter, aber den trinke ich jetzt doch nicht weiter. Weiß ich heute noch nicht, was ich. Doch, jetzt hier habe ich auch noch einen. So ein bisschen eckig. Von LR? Nee, ne? Hä? Nee, von L'Oréal. Ich dachte gerade von LR. Kennt ihr LR Cosmetics? Als ich 21 war, 2021, fingen die gerade an. Und damals waren schon einige groß geworden damit und sowas. Und wir sind dann auch angeworben worden, mein erster Freund und ich. Und dann ging es kurz danach auseinander und hat es keiner von uns weiterverfolgt. Das war wirklich. So, und das ist Cauderouge J.Lo's Nude. Da bin ich jetzt aber ziemlich. Schon wieder 10 Minuten. Das ist eine geile Farbe, die bald dieser Lippenstift wird leider bald diese Form nicht mehr haben. Oh, den möchte ich aber eigentlich gerne auftragen jetzt mal. Machen wir einmal so. Und zum Neutralisieren nehme ich den einmal dazu. In der letzten Zeit habe ich oftmals angefangen, Mann, komm. Ihr wisst ja, dass das nicht so schön gestochen worden ist damals. Und ich fange an, mir das überzuschminken. Weil ich manchmal keinen Bock mehr habe auf Lippenstift. An den Tagen, wo ich eben keine große Lust habe, mich fertig zu machen oder sowas. Und dann mache ich mir da ein bisschen Make-up drüber. So. Damit das nicht so auffällt. Oh, ist das eine schöne Farbe. Die ist ja. Man kann sie kaum erkennen. Aber das ist ja auch mal ganz schön. Also die ist wirklich richtig toll nude. Ich weiß, dass ich was drauf habe. L'Oréal liebe ich sowieso. Viele sagen ja, oh, L'Oréal ist nicht deins, lass das lieber und sowas. Aber ich lieb's, ich find's toll. Und finde ihn klasse. Dankeschön. Hab Potenzial zum Liebling. Und wenn ich ihn dunkler haben möchte, kann ich ja wieder einen Lip Liner nehmen. Super, herzlichen Dank. Mann, du triffst aber auch hier voll, aber du kennst mich auch schon ein bisschen. Absolut ins Volle. Das könnte nochmal ein Catrice sein. Na, komm raus, Puppe. Schön. Auspacken, auspacken, auspacken. Wow. Breaking Dawn. Ich glaube, hatte ich von denen auch schon mal was. Das ist A Piece of Forever. Und der wird als nächstes dann auf meine Füße kommen. Da trage ich im Moment lila. Aber ich finde, das ist ein toller Fußton, oder? Fußnagelton. Darf man das sagen, dass man das auf die Füße macht? Das ist ja nichts Negatives, ne? Moment.
habe ich sonst auch noch einmal über den Naughty. Wie gesagt, ich muss ja heute sowieso was machen. Hat auch was, ne? Hat was, absolut. Wenn ich jetzt ein bisschen bräuner wäre, wäre das richtig. Wenn jetzt jemand so von Malle käme oder sowas, ne? Oh, schöne Farbe, herzlichen Dank. Ich glaube, der Breaking Dawn damals bin ich so nachgelaufen wegen des Highlighters, so ein roséfarbener Highlighter. Kann ich zu nichts tragen, aber ich konnte ihn auch noch nicht weggeben bis jetzt. Der ist so schön. Das ist so ein Sammelobjekt, mehr oder weniger. Das ist ein Püppchen! Die lese ich euch jetzt nicht alle vor, die zeige ich euch nur hoch. Age Perfect, super für mich. Anti-Aging Hydro-Komplex von Rugar oder Rugat. Cool. Natural beruhigende Tagescreme, Rival de Loop, yeah. Miracle Skin Perfecte, die habe ich immer ganz gerne im Auto. Für zwischendurch mal so ein Näschen, ne? Toll. Eucerin. Eucerin, nicht Eucerin. Eucerin ist, ich glaube, sogar eine Apothekenmarke und auch was Besonderes, soweit ich mich erinnere. Zellular Anti-Age, die kann ich hier mit hin tun. Das ist ja wie ein Memory-Spiel hier. Und Revitalift Laser X3 von L'Oreal. Cool. Dankeschön. Ah, das ist schön. Da kann ich wieder testen, testen, testen. Wie gesagt, im Moment geht es mit meiner Haut. Ich habe mir ist ein Gesichtswasser umgekippt und ich habe das nicht gemerkt. Und ich denke, meine Güte, warum wird denn deine Haut immer schlechter? Und dann habe ich die, weil ich ja meistens das Gesichtswasser abends genommen habe, und da habe ich es mal morgens genommen und gucke, alles Wölkchen drin. Ja, seitdem ich das dann nicht mehr benutze, habe ich auch keine Probleme mehr mit der Haut. Da haben wir noch was. Es könnte ein langgestreckter Nagellack sein, aber dann fällt mir die Firma nicht ein. Oder doch vielleicht L'Oreal. Oder Tippex. Das ist hier oben. Ist das ein Edding? Edding macht doch jetzt auch welche. Was ist das? Ein Topcoat. Colorfix. Von Marvala. Das kenne ich nicht. Das muss ich googeln. This Topcoat reinforces with acrylic dries to a hard electric glaze. Oh! Das wird hart. Das ist klasse. Oh, noch ganz voll. Schon so ein bisschen zähflüssig. Das ist cool. Ich habe von meiner Schwiegermutter einen durchsichtigen Überlack gekriegt. Der ist so super und der ist schon fast alle. Auch irgendeine Firma, von der ich noch nie gehört habe. Und habe ich auch bis jetzt vergessen zu googeln. Und die werden dann meistens nachher so zähflüssig und dann kann man so Fäden ziehen. Also totsparen ist da nicht. Die muss man schon benutzen. Also das habe ich jetzt bei dem anderen gemerkt. Super klasse. Oh, toll. Dankeschön. Colorfix. Geil. Marvala kommt aus Genf? Geneva. Made in Switzerland? Marvala France? Ah ja. Irgendwoher kommt es wohl, ne? Trotzdem brauche ich euch einen durchsichtigen nicht, glaube ich. So, jetzt muss ich gucken. Da ist was von Evelyn. Da ist noch was. Was bist du denn? Kakaobutter-Handcreme von Zaya. Zaya. Enthält Kakaobutter und Canolaöl, regeneriert wirkungsvoll die Lipidstruktur der Haut, macht die Haut samtig weich und spürbar glatt, stärkt die Nägel und vermindert ihre Brüchigkeit. Etwas Creme in die Hände einmassieren. Und Kakaobutter lässt natürlich einiges versprechen. Ich finde, guckt euch das mal an, das liegt total super in der Hand. Da hat man gleich das Gefühl, man tut sich was Gutes. Oh, die ist lecker. Klasse! Dankeschön, die benutze ich, die kriegt mein Schatz nicht. Ich muss ja echt immer schon aufpassen, also was Handcremes angeht, immer, hast du eine? Wusch, weg. Hast du eine Handcreme? Schminkhilfen mit Cooling-Effekt. Ach nee, ne? Von Evelyn habe ich hier, Schminkhilfen mit Cooling-Effekt. Aus Silikon erleichtern das Schminken der sensiblen Augenpartie und sorgen für ein perfektes Augen-Make-up ohne lästiges Nachkorrigieren. So einfach kann Schminken sein. Dabei ist das besonders hautfreundliche Schminkpad selbstklebend und haftet sogar auf bereits grundierte Haut. Zum Kühlen der empfindlichen Augenpartie die Pads im Kühlschrank aufbewahren und anschließend im unteren Augenbereich anbringen. Die Schminkhilfen gelegentlich mit warmem Wasser vorsichtig reinigen, gut trocknen lassen. Mal für kleine Sunnies erklärt. Also da sind jetzt so Silikonpads drin, ne? Zwei Stück, die kann ich euch jetzt nicht großartig zeigen, sonst mache ich das ja kaputt. Das mache ich dann da drunter, die kühlen, während ich mich schminke und wenn was runterfällt, Fallout oder sowas, dann ziehe ich das ab oder...
Geile Nummer. Finde ich cool. Dankeschön, habe ich noch nicht gesehen. Was ihr immer so findet. Mann. Da ist noch was Eingepacktes. Wahnsinn, das Schätze. Hammer. Ich glaube, da kommt ein Lippi. Und der ist ganz schwer. Hm. Oh Mann. Ein leichtes Muster drauf. Catrice. Ja, Catrice. Ein leichtes Muster drauf. Da gucken wir mal vorsichtig. Oh, Charleston's Flame. Ist ein lila Ton. Da wollen wir mal schauen. Nö, das sieht ja gar nicht so schön. Nein, pink. Pink, nix lila. Oh. Da kenne ich auch schon jemanden. Sei mir nicht böse, aber was hast du dir bestimmt gedacht, dass der vermutlicherweise... Ach so, für diejenigen, die jetzt neu sind und diese Tauschpäckchen nicht kennen oder Trashpäckchen nennen wir sie ja, weil es benutzte Ware ist praktisch. Jemand mistet aus und sagt sich, boah, das ist zu schade, um es wegzuschmeißen. Und sagt, Mensch, willst du nicht tauschen? In diesem Falle, also eigentlich kriegt dann derjenige auch ein Tauschpaket zurück. In diesem Falle hat KitKat aber gesagt, nee, ich will ausmisten, brauchst mir nicht zurückschicken. Man tauscht aber alles, also auch nicht nur nach dem Geschmack des anderen, sondern sagt, du hast es jetzt erstmal und du kannst damit machen, was du möchtest, kannst du auch weitergeben. So, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin undankbar, weil ich sage, habe ich schon oder ist nicht meine Farbe. Das ist dann mit demjenigen schon so abgesprochen. Also jetzt bitte, bitte nicht empört sein und sagen, du kannst doch nicht sagen, ist doch geschenkt, ich würde mich freuen. Hatten wir nämlich alles schon. Das ist so abgesprochen, das ist dann vollkommen in Ordnung. Und das Gute an den Paketen ist eben, dass man auch Sachen mal austesten kann, die man sonst übersehen würde. Oder wo man schon mal vorstand und gesagt hat, nee, nicht unbedingt. Und wenn man es dann hat, ist es plötzlich total super. Und jetzt gerade finde ich diese Farbe auch gar nicht so furchtbar schlimm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinen ganzen braunstichigen Sachen. Das ist dann schon eher beißend. Aber ich werde das dann noch mal ausprobieren. Und ansonsten weiß ich, wer es kriegt. Dankeschön. Das ist aber ganz schön wertig gemacht, muss ich sagen. Welche Ivan waren das? Feathers and Pearls. Ja, die war im Ganzen toll, ne? Ich glaube, da hatte ich gar nichts raus, weil das alles so Knallfarben waren. So. Jetzt haben wir noch... Hohoho. Warte, da ist auch noch was. Da ist noch ein Säckchen, da ist was ganz Großes und noch was Eingepacktes. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Stifte. Muss ich gleich mal gucken. Und das hier haben wir noch. Also ich hoffe, ihr seid noch dran. Wollen wir wieder einen Test machen? Soll ich mir wieder irgendwie... Gartenschaukel. Schreibt doch Gartenschaukel drunter, wenn ihr noch dabei seid. Oh, was ist das denn? Ein Puder. Von Bare Minerals was? Das wisst ihr inzwischen, da bin ich ja so spitz drauf. Weil es ja immer heißt, da hat mir ja damals, oh, vor Jahren kann man jetzt inzwischen schon sagen, hat mir Mrs. Fabulous dazu geraten, hat gesagt, das ist toll. Nimm von Bare Minerals die Foundation und ich konnte mir das immer nicht erklären. Es ist so, dass dieses Puder auf der Haut so wird dann wie ein flüssiges Make-up irgendwie so, also auch von der Deckkraft her. Jetzt habe ich natürlich alles Mögliche schon im Gesicht, aber ich habe noch ein bisschen Platz auf der Stirn. So, was ist das jetzt? Also es, hinten drauf steht Claire Radiance, kolorierte Mineralien für das ganze Gesicht. Das ist eine Bare Minerals All Over Face Color Effet Bonmine. Das kann mir wahrscheinlich dann jemand anderes besser sagen. Das kommt mir... Das glitzert! Leute, das glitzert! Dann ist es wohl eher kein Puder, sondern geht eher in Richtung Highlighter. Oh, ist das schön! Oh nein! Hier in Rosa, jetzt habe ich mich da vorher geschminkt. Oh, ist das Hammer. Könnt ihr das sehen? In ungefähr, irgendwie. Ansonsten guckt euch ein Swatch an oder so, das ist genial. Da ist ein bisschen drin. Ich versuche das jetzt mal irgendwie da rauszukriegen. Vielleicht mit dem da. Und hier oben hinzusetzen. Da sieht man jetzt einen ganz zarten, roséfarbenen Schimmer. Oh Gott, ist das schön. Oh, danke.
Das ist Hammer. Es ist irgendwie ein hautfarbener Schimmer und auch wieder irgendwie nicht. Und irgendwie ist es auch ein Schimmer und irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Aber das ist toll, das Zeug, ehrlich. Ich mache jetzt mal was hier hin, damit man es sonst noch sehen kann. Aber auch da, guck mal, das ist das Schimmer. Irgendwie. Es ist ein geiles Zeug. Ich kann es euch nicht erklären. Toll. Werde ich mir angucken, wie man damit umgeht, wofür es eigentlich ist, für welche Ecke. Werde ich googeln. Liebe ich schon jetzt. Oh, danke. Und womit mache ich jetzt weiter? Erstmal kommt das Schätzchen wieder da rein. Machen wir die erst. So. Keine Stifte. Nein, nein, nein. Guck mal. Oh, geil. Oh, ist das schön. Und auch wieder so viel liebevoll und mühevoll angemalt. Da haben wir hier einen Weg. Moment. Leute, ich kann mich bücken, ohne Angst zu haben, dass ich nicht mehr hochkomme. Oh, ist das geil. Ich liebe diesen Stein. Wer sich hier gerade verabschiedet hat, ist ein Silikon-Liner-Brush. Das ist ja geil. Auch von Real Techniques. Wow. Das habe ich zugegebenermaßen noch gar nicht gesehen. Das ist eine kleine Silikonspitze, mit der man wahrscheinlich so in Gel-Eyeliner-Masse reingehen kann. Wartet mal, ich habe hier gerade eine stehen. Das ist ja Zufall. So, und die ist auch schon so uralt. Gott, die ist 3,5 Jahre alt. Das war die Nat... Ich wusste nie, wie die sich ausspricht. Natventurista? Natventurista. Gel-Eyeliner. Da hatte ich den lila Farben natürlich von und den grünen. Und der heißt Barefoot Through the Moss. Also barfuß durchs Moos. Und da gehen wir jetzt mal rein. Oh. Oh, butterweich. Naja, kann man da nicht viel von sehen. Dafür ist mein Mann aber auch gleich nicht ganz so geschockt, wenn er mich dann sieht. Das ist ja cool. Einen ganz präzisen, feinen, weißen, nicht weißen Strich, einen ganz, ganz feinen Strich vorne. Absoluter Hammer. Oh, danke. Jetzt ist er angemalt. Ja noch nicht mal benutzt vorher. Mann, cool, cool, cool. Dankeschön. Oh nein. Und noch ganz viele andere kleine, wo ich gar nicht unbedingt immer weiß, wofür das gerade gut ist. Wartet mal, den tue ich jetzt erstmal hier mit hin. Hier auch so ein schöner, auch der so stipselig aussieht. In grau-silber Flitter. Goldener Flitter. Wahrscheinlich so für oben drauf. Real Techniques. Pointed Foundation Brush. Okay, also wahrscheinlich, damit ich auch hier so mit Concealer und sowas in die Ecken komme. Oh Gott, ich habe Real Techniques. Endlich? Das ist... Oh, Mann, ich hätte mir die nie gekauft. Aber das weißt du wahrscheinlich. Den müsste ich auch haben in Dings. Die finde ich total genial. Die sind, glaube ich, aber auch rausgeschmissen worden. Essence, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht genau. Super. Die hier auch. Die sind schwarz unten von Ebelin. Die sind identisch. Ich wollte gerade sagen, einer ist kürzer, sind sie aber nicht. Wahrscheinlich dann für oben drauf so, weiß ich nicht. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr euch da besser mit auskennt. Also wenn ihr euch damit auskennt, im Gegensatz zu mir. Die mochte sie offensichtlich, da hat sie noch einen voll. Backups. Und hier einen in Anthrazit gestüpselt. Und hier, die sehen richtig edel aus. Da hat sie die in so einem Beige-Ton gemacht. Hier nochmal so einen Schräger, mit dem man Striche zieht. Der sieht cool aus. Das weiß ich jetzt aber auch nicht so richtig. Vielleicht hier so unten drunter? Weiß ich nicht. Voll süß. Gerade den hier aus dem Set von Steffi war das mein Liebling. Und da habe ich das Weidenkätzchen genannt, weil das so schön fest war. Und war das einfach aussah wie ein Weidenkätzchen. Und inzwischen ist auch da jeder Weidenkätzchen, so habe ich das Gefühl. Hier in lila einer. Brow Brush. Offensichtlich dann auch, wenn es draufsteht, von Real Techniques. Oh nein, habe ich da ein ganzes Set jetzt? Nee, braun. Ich lasse den mal hier im Moment. Einer für oben drauf, vermute ich mal. In lila, glaube ich. Ja, in lila. Dann wieder in Champagner.
Schön sind die. Hier so ein kleiner, auch von Real Techniques. Wofür bist du? Fineliner Brush. Geile Nummer. Und so einer. Oh, sind die toll. Herzlichen Dank. Nein. Und jetzt habe ich noch ein Tütchen. Ein kleines Organza-Säckchen. Da gehe ich jetzt. Nein, da hinten ist auch noch was. Ach, da ist ja auch noch was. Dann nehme ich die erst. Nochmal zwei Sachen. Das sieht aus wie ein kleiner Nagellack. Oh, das erste Unboxing seit Ewigkeiten. Und dann wird es gleich wieder ein richtig schönes langes. Von Sleek. Von Sleek ein Nagellack in Sommersonnen-Zitronengelb. Cool. Moment. Müsste ich dann eigentlich in Kombination mit diesen anderen beiden OPI-Farben machen, ne? Wobei, das beißt sich. Nee, das wird nichts. Da ist ein Haar von mir drauf. Moment. Haben wir einmal da. Die Farbe nennt sich Tropic, für die, die es interessiert. Und da einen, ich habe kürzlich den blauen Crackling Lack über irgendeinen drüber gemacht. Das sah so geil aus in Blau. Den also mit dem blauen, das mache ich mal. Mache ich Fotos von. Ha! Herrlich! Klasse! Dankeschön! Und das könnte nochmal Katrin sein. Ja, sieht mir so aus. Nee, Essence. Alice had a vision. Again. Also mit dem Titel kann ich mal nichts anfangen. Ansonsten kann man es da irgendwo... Ach so, Twilight Breaking Dawn. Der sieht auch ziemlich genial aus. So Galaxy-mäßig. Schwarz offensichtlich mit goldenen Punkten und ein bisschen... ganz dunkelblau. Oh, lila ist drin und blau und grün. Voll Galaxy. Hammer. Hier einmal hinter. Den ziehe ich mir jetzt noch unten über den blauen einmal drüber. Ich sollte mich gleich nicht bewegen, denke ich mal, bis das durchgetrocknet ist. Boah, guck mal. Kann man das funkeln sehen? Wahrscheinlich nicht so. Aber ihr könnt mir glauben, dass es einfach irre aussieht. Muss man aber sehr präzise Nägel für haben. Wäre ich ja nicht so der. Das macht die Zitrone vielleicht trotzdem mal. Hammer. Dankeschön. Toll. Jetzt kriege ich schon wieder Hals wie vom vielen Sabbel. So, jetzt kommt das kleine Säckchen, weil dann kommt noch das große da, den Brief habe ich. Ja, da ist ein Säckchen. Waren das schon wieder? Sind wir bei einer Stunde jetzt, ne? Oder 50 Minuten? 50 Minuten, Stunde? Ich weiß es nicht. Diese Organza-Säckchen, die sind so süß. Hm? Oh, ich will jetzt auch nirgendwo anditschen mit meinem dunklen Nagellack. Guck mal, jetzt ist das Pink überhaupt nicht mehr so schlimm, ne? Muss man sich vielleicht einfach nur dran gewöhnen. Sure. Mann! Und jetzt nicht gucken. Ich weiß, dass ich Ansatz habe. Ich bin ja auch dran. Ich mache jetzt übrigens wirklich nur Ansatz und nicht mehr bis nach unten in die Länge und sowas. Hält ja kein Mensch aus oder kein Haar aus, ständig das Ganze dann zu tönen. Moment, gleich habe ich es. Oh Mann. Oh, ich bin voll glücklich. Das ist toll. Ach, habt ihr schon den da gesehen? Das ist ein Amethyst. Und da hat einer so eine Bohrung reingemacht, dass da eine Kerze reinpasst. Toll, ne? So, was haben wir hier? Von Essence Nail Art. Ein Stampy Polish. Stamp Me Black. Ich habe sogar noch irgendwo Stamp in Matt. Stamp. Folien, nennt sich das dann Folien. Aber ein schwarzer Nagellack in Matt ist sowieso eine coole Sache, finde ich. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich gleich matt werden. Toll. Herzlichen Dank. Was ist das? Ein French Manicure Pen von L.R. Young. Also Rival de Loop. In schwarz? Och nee, ne? Ah, da kann ich jetzt gerade nirgendwo drauf malen. Da weiß ich nicht. Also sieht mir aus, als wäre das schwarz. Da muss ich mal gucken. Vor Gebrauch leicht schütteln und mit Pumpbewegung. Ich mache das jetzt mal nicht. Nicht, dass das danach hinüber ist. Tja. Sondern dass es dann erst anspringt, wenn ich es auch wirklich gebrauchen möchte. Den hatte ich auch mal. Perfect for Stampy Set. Genau, den habe ich mir zusammen mit den Love Letters Stamp Folien gekauft. Heißen die Folien? Nicht.
Aber den kann man auch ganz toll alleine tragen. Ich glaube, den hatte ich dann irgendwann mal jemandem gegeben, weil er gesagt hat, oh, ich möchte sogar einen grauen Lack haben. Und der ist super auch so zum Tragen. Sieht total elegant aus, richtig super toll. Wobei ich jetzt nicht der elegante Typ bin, das wisst ihr ja, aber macht was her, finde ich toll. Auch schön kann man Sprenkelchen drauf tragen. Wunder, wunderschön. Ach, das sind sogar... ah, deswegen ist das alles zusammen. Das ist ein Stamp Set. Nein, hast du viele. Oh, nein. Da sind ganz, ganz viele Motive mit Palmen. Und hier ist das mit der Love Letter, die ich habe. Ich mache das wieder zu kurz, ne? Die Love Letter. Ich habe... Ja, das ist geil. Genau sowas. Hier seht ihr, welche. Die hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft. Da geht ihr ja praktisch. Wie macht ihr das? Man trägt den Nagellack da drauf auf, geht dann, ja, ich habe es auch mit reingepackt, mit diesem Spatel drüber. Das habe ich, jetzt bin ich doch drüber gekommen. Und dann nimmt man diesen kleinen Stempel, nimmt die restliche Farbe und geht damit über den Nagel. Ich glaube, ich hoffe, das habe ich richtig rum erklärt. Und das habe ich mal im Internet gesehen. Da gibt es von einer bestimmten Firma was mit Galaxien und sowas, irgendwas mit Galaxy und sowas. Und da habe ich dann im gleichen Atemzug, als ich danach gesucht habe, sowas hier gesehen. Und die haben mich total angesprochen. Das hast du super gemacht. Und hier sind auch noch dann so, hier auch gleich noch so Schachbrettmuster und sowas. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das gefällt mir sehr gut. Und hier sogar nur für die Spitzen. Toll, toll, toll. Kleine Labellus, ja. Kleine Blümchen, Libellen, so ganz klitzekleine Ornamente. Das wird eine Fummelarbeit, aber das wird Spaß machen. Und hierfür, nur so für French Nails. Klasse. Bin mal gespannt, ob das klappt, weil meine unnatürlichen Nägel natürlich eine andere Rundung haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass es gerade besonders gut dann geht, weil das eben so gut, ne, so darüber passt. Ha! Und hier sind noch ein paar kleine, ganz niedliche Blümchen. Voll süß. Und dann aus der Superheroes LE. Oh Gott, das ist auch so eine Fummelei. Hohoho. Nail Art Stickers, genau. Mir hätte jetzt das Wort gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Hat mich auch immer schon mal gereizt. Ich weiß aber nicht, wie das nachher aussieht. Ja, und da passt dann natürlich dieser durchsichtige zum Fixieren total super zu, denke ich mal. Ne? Da hast du dir bestimmt was bei gedacht. Und hier gibt es dann auch noch mal einen weißen Nail Art Stampy. Und dann ist da noch was ganz Kleines drin. Von Essence Fruity. Nagelkleber in so winzig klein süß. Vielleicht hierfür, die müssten doch eigentlich selber kleben, oder? Vielleicht aber auch für die großen hier, was ich ganz am Anfang hatte, für dieses Glitterzeugs. Verrat mir das bitte, falls du überhaupt noch dran bist. Hammer toll, da kann ich ja, oh, das ist geil. Das ist richtig was für ein Herbst, der scheint ja nicht mehr weit weg zu sein. Und da werde ich mich richtig dran auslassen. Ganz, ganz toll. Da musst du mir mal erzählen, welches dein Lieblingsmotiv war. Und das, warum du dich komplett davon getrennt hast. Doch so eine Fummelei bist es leid. So, ich glaube, jetzt habe ich alles da wieder reingepackt, was dazugehörte. Nee, der gehört auch und den schwarzen auch wieder. In matt. Jetzt habe ich so lange gesabbelt, dass nur noch für 28 Minuten Speicher drauf ist. Ist das der Hammer? Meine Güte. Ich glaube, ich muss da mal irgendwas löschen. So, das kleine Bipa-Säckchen haben wir abgearbeitet und jetzt ist da noch was drin und das lässt mich natürlich vermuten von der, einfach vom Dings hier. Entweder es ist eine flache Tafel Schokolade oder es ist wirklich und wahrhaftig eine Schattenpalette. Und das wäre natürlich, ne? Deswegen habe ich auch eben den hier erstmal liegen lassen. Doch, ne? Den hatte ich liegen lassen, weil da drauf steht Brow Brush und falls da ein Braunton drin ist, kann ich das nämlich mal ausprobieren. Herzstück einer Sache ist natürlich immer sowas. Jetzt bin ich gespannt und es sieht so aus, wobei da sieht es ein bisschen gruselig aus. Oh nein, oh nein. Ich zerfetze das hier einfach mal. Oh, bitte sei nicht kaputt. Oh, von Cosmetic Cosmo. Ja, also einmal vorweg für die, die die Paletten nicht kennen. Man kann bei Cosmetic Cosmo einzelne Lidschatten bestellen und ich glaube, oh, der Grüne hat es nicht ganz geschafft. Das ist ja noch viel besser. Das ist eine magnetische Platte. Palette, nicht Platte. Oh, das ist genial.
Oh, und den lilafarben. Ich kann es gar nicht ganz hochhalten. So, es ist so eine Palette, auf die man praktisch, hat es draufgeschrieben, auf die man die Dings so drauf fallen lassen kann und dann sind sie fest. Oh nein, da werde ich noch mit Aluhol beigehen müssen. Ich kann es aber hochheben. Moment. Ich kann es nicht lesen. Strawberry Smoothie hat es nicht geschafft. Den stelle ich einmal hier hin, weil dann kann ich es euch gleich ganz zeigen. Und... nee, da ist nun gerade nichts drunter. So. Oh nee, ich kann es euch doch nicht zeigen, weil jetzt ist da noch ein bisschen was von dem... da muss ich gleich mit einer Messerspitze dran gehen. Und da ist auch noch was in der Ecke. Nee, da gehe ich jetzt nicht bei. Da sind also auch ganz tolle, auch selbstgepresste sieht man hier gerade. Cup and Copper. Mit bei. Hier eine ganz geile Farbe. Auch so richtig Mermaid. Jetzt komme ich hier ins Straucheln. Moment. Da. Oh, das ist ja eine geile Farbe. Nein. Oberhammer. Da hat sie sich auch von getrennt. Und verblende Farben. Da. Da ist ein Braunton und den Punkt, nee, das ist lila. Lila sollte ich jetzt nicht auf die Braun machen und das ist eigentlich auch so eine Art Lila, ne? Steht was drunter? Nee, steht nichts drunter. Das finde ich ziemlich genial, denn, da zeige ich es euch. Das zum Beispiel ist jetzt einer von den Essence-Dings der Bumstern, die rausgegangen sind. Das ist der Pink Charming und den durfte ich haben. Und jetzt passt auf. Ja! Der klebt jetzt fest. Das heißt, ich kann die Dinger, die ich als Testerchen bekomme, wir haben eine Drogerie, die macht das so, hatte ich euch schon mal von erzählt, aber man wurde es jetzt zeitlang nicht mehr gemacht, dass sie die Tester einsammelt nachher, bevor die weggeschmissen werden und dann wird gegen Spende werden die nachher verkauft und ich weiß schon, wann das ist. Sie hat mir den Termin gesagt. Und wenn ich dann solche Testerchen kriege, dann brauche ich mir nicht extra Gedanken machen, dass ich die in so kleine Bindendinger packe oder sowas. Dann kann ich die da reintun. Ist das auf der anderen Seite auch? Warte mal. Nee, auf der anderen Seite nicht. Aber das finde ich obergenial. Das ist ein kleiner Braunton. Nein, ist auch kein Braunton. Hier ist auch kein Braunton. Aber vielleicht kann ich das trotzdem mal einmal ausprobieren. Ich will jetzt diese Bürste einmal ausprobieren. Bürste, nur weil der Brush draufsteht. Bürste. Ach, ist das cool. Kann man auch nehmen. Ist wenigstens nicht so dunkel, ne? Ich hoffe mal, dass ich jetzt öfter mal an meine Augenbrauen denke. Meine Güte, Kitty Katie, da hast du aber ein Hammerpäckchen geschnürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, boah, bis ich das alles jetzt verdaut habe und bis ich das weggepackt habe. Herzlichen Dank. Das ist... Dankeschön. Ja, jetzt hast du um einiges weniger und ich habe um einiges mehr. Aber ich weiß, ich bin offen für sowas. Und du machst mir eine große Freude. Herzlichen Dank, auch im Namen derer, die dann bedacht werden. Ich denke mal, das kann ich ruhig so sagen, weil... ach, was muss ich jetzt rumdroxen? Du weißt es ja, ne? Pink und so. Du druckst trotzdem rum. Es ist mir unangenehm, aber trotzdem. Du weißt es. So, jetzt reden wir da nicht mehr drüber. Jetzt knall ich den noch einmal oben drüber. Ja, das schwächt das ein bisschen ab. Werde meine ganze Beute jetzt sichten. Oh, den schon alleine hier. Ah, toll. Ganz, ganz, ganz große Klasse. Es sind richtig tolle Schätze dabei. Und ich werde das jetzt alles wegpacken. Und dann werde ich mich gemütlich mit einem Löffel hinsetzen. Und das verdauen. Und das jetzt hochladen. Im Idealfall ist es dann morgen oben und habt da was zu gucken am Wochenende. Lang genug sollte es ja sein. Kleiner Spielfilm. Herzlichen Dank. Viel Spaß mit dem Rest deiner Sachen. Ich hoffe, du hast noch so schöne Sachen wie ich jetzt. Und ich hoffe, wir tippern. Alles Liebe an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.